kannst dir vorstellen, dass er alleine gemacht. Ich kümmere mich um das Kleinvieh und um den Boss und du kümmerst dich nur um den Boss. Wie soll ich das verstehen? Ja. Na ja, irgendwie klar. Kameradensau. Dem Kollektiv zufolge ruft dieser Geist eine Art Schädlingsabwehr herbei. Rückwärts gleiten. Mach das mir mal nach. Oh, fliegt das ein bisschen direkt in den Weg, ey. Ach, warte mal. Abgeschossen. Wir haben den Wexgeist zerstört, Escher. Ja, ja. Jetzt zurück auf festen Boden, bevor die Wex ihre Gedankenprotokolle neu konfigurieren. Die Plattformen verschwinden gleich. Ich habe den Zugriff. Ich wollte ja nicht gleich wieder runterschlagen. Aber es ist mir das klingt irgendwie bedenklich. In der Tat. Wir sollten diesem Experiment erlauben, was? Sich zu entfalten. Schon wieder Level Up? Wow, das ging jetzt mal schnell. Na, siehst du, schaffst du ja da noch dein Level 20 bis 21 Uhr. Aber wie gesagt, hast du bis 8 hättest du es nicht geschafft. Es ging jetzt schnell. Ich kann auch jetzt noch ein Level Up kommen. Also ich habe hier nichts mehr zu tun, bis auf einen blauen. Ja, ich habe nur noch, ich gehe jetzt zu einem bestimmten Punkt hin. Das ist nämlich die Hauptmission jetzt wieder. Ich habe hier auch nichts mehr zu tun gerade. Ich muss zur Farm. Na, guck mal, wie schnell ich dich einhole. Und heute erst angefangen, ne? Ja, mit diesem Charakter. Aber das ist ja schon noch einen anderen Charakter, den du schon so weit hast. Also, das tu jetzt nicht so, als hättest du jetzt erst heute mit diesem Spiel allgemein erst angefangen. Doch, das habe ich heute erst. Ja, sicherlich. Dazu sage ich nur, sicher, sicher. Kennst doch bestimmt noch den Spruch. Mhm.
Voll normal, ey. Scheiße, wie die zwei Sachen verpasst. Aber wie immer so drüber nachdenken, habt ihr beide was gemeinsam. Hä? Was du also sagen willst ist, wie wir es machen, ist es verkehrt. Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest. Kate und der Colonel. Genau. Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr, ich habe immer noch den Vex-Teleporter. Die Reichweite ist gering, wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten... Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr, die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen, wenn man weiß, wo. Du bist sicher keine Jägerin von mir? Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben... Wenn es mal vielleicht mal irgendwann einen dritten Teil geben sollte, vielleicht gibt es hier dann als Hawthorne dann als... nochmal als vierte Hüterklasse oder sowas. Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabal-Armada fliegen wollen. Wenn ihr ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Nicht kuscheln. Ja, mein Mitspieler will eine. Ich gucke hier gerade noch so bei wieder ein bisschen Star Trek, ne? Was mir aber gerade auffällt, die Serie hat ja ein kleines Problem. Hier haben die Klingonen rotes Blut. Hey, bist du noch da? Ich habe keine große Lust nach dir zu suchen. Wenn du dich mal an die Filme erinnerst. Zum Beispiel wie ich glaube, das unentdeckte Land, da hatten sie, glaube ich, hier so ein violettes Blut. Willkommen zurück. Erledigt. Fertig. Wiedersehen. Hallo nochmal, Hüter. Ja, selbst, also, guck mal, überleg mal, selbst in dem Spiel, also in dem Star Trek Spiel, ist das noch ein relativ großes Geheimnis eigentlich mehr oder weniger. Oder zumindest reden sie nicht gern darüber.
schwuler Neger. So siehst du aus. Auch im Krieg muss man Freuden finden. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast. Erinnerst du dich noch an die Kabalbasis in der Nähe? Ein Kumpel von Gaul ist da der Boss. Tumus. Wir wissen, dass er Zugang zur Allmacht hat. Du stürmst die Basis, klaust Tumus Schiff, schleichst dich damit an Bord der Allmacht und legst sie lahm, bevor unsere Sonne zerstört wird. Ach so. Tumus kannst du dann auch gleich erledigen. Gib das Signal und wir stürmen die Stadt und erobern sie zurück. Muss schon sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass du von einem interplanetarischen Ausflug zurückkommst. Erst recht nicht mit der Vorhut. Ich sag dir, die Rotlegion hat keine Chance. Bis später. Sprich mit mir. Ich muss hier den ganzen Schmelztiegel leiten, Hüter. Lass mich nicht warten. Die Welt um dich herum zu verstehen. Wenn ich mich einfach aus dem. Was haben die in der Stadt je für uns gemacht? Hey. Die Clans. Warte. Für die Leute da. Ja, ich habe hier gerade einen neuen Sparrow eingesackt. Entschuldige. Legendär. Nicht schlecht eigentlich. Weißt du eigentlich, wenn du, sagen wir jetzt, in deinem Menü bist und dann eins runtergehst, wo du dann, wie gesagt, die Schiffe und den Sparrow ausrüsten kannst. Auf der rechten Seite, da hast du ja einmal, könnte man sagen, da dieses Abzeichen und dann die Gesten. Da kommen diese Aura-Geschichten hin, ne? Oh, ach so, okay. Das war eine halbe Stunde.